Mit täglich bis zu 450.000 Reisenden und an die 2.000 Zugabfahrten ist der Frankfurter Hauptbahnhof zusammen mit dem Münchner Hauptbahnhof und nach dem Hamburger Hauptbahnhof der zweitstärkst frequentierte Bahnhof. In dieser Dokumentation stelle ich euch den Zugverkehr am Frankfurter Hauptbahnhof inklusive der eingesetzten Fahrzeuge im Fahrplanjahr 2020 vor. Viel Spaß! Starten wir zunächst mit dem Fernverkehr. In Frankfurt halten 19 zweistündige Fernzuglinien, zwei davon halten allerdings nur am Flughafen und eine nur in Frankfurt Süd und am Flughafen. Alle anderen 16 Linien halten am Hauptbahnhof, die wir uns jetzt anschauen werden. Wir beginnen zunächst mit den Zügen nach Ostdeutschland. Einmal pro Stunde verkehrt ein ICE nach Leipzig. In der ungeraden Stunde fährt zur Minute 19 ein ICE der Linie 50 nach Dresden. Er wird Erfurt in 2 Stunden und 20 Minuten, Leipzig in 3 Stunden und 8 Minuten und Dresden in knapp 4,5 Stunden erreichen. Zur geraden Stunde verkehrt zur Minute 14 ein ICE der Linie 11, dessen Zielbahnhof Berlin-Gesundbrunn ist. Dieser hält im Gegensatz zum Dresdner ICE nicht in Bad Hersfeld und Gotha. Er erreicht Erfurt daher schon nach 2 Stunden und 12 Minuten und Leipzig in etwas unter 3 Stunden. Berlin ist etwa 4 Stunden und 15 Minuten von Frankfurt entfernt. Der Zug um 6.14 Uhr ab Frankfurt fährt über Berlin hinaus über Hamburg bis Kiel. Beide Linien beginnen wie die meisten Fernzüge aber nicht in Frankfurt. Der Dresdner ICE verkehrt in der Gegenrichtung nach Wiesbaden. Abfahrt ist zur Minute 42 der geraden Stunde. Die Fahrt bis Wiesbaden dauert 51 Minuten. Auf dieser Linie sind 230 km/h schnelle ICE-T-Züge unterwegs. Meist wird in Doppeltraktion eines 7-Wagen-Zuges der Baureihe 411 und eines 5-Wagen-Zuges der Baureihe 415 gefahren. Ein Zugteil verkehrt in der Regel nur bis Leipzig. Die Berliner ICEs fahren in der Gegenrichtung weiter über Stuttgart nach München. Sie tun dies immer zur Minute 50 der ungeraden Stunde von Gleis 9. Stuttgart ist nach 1 Stunde und 18 Minuten und München nach 3 Stunden und 37 Minuten erreicht. Vereinzelt kommen hier noch die älteren 280 km/h schnellen ICE-1-Triebwagen zum Einsatz. Die meisten Leistungen übernehmen im Fahrplanjahr 2020 aber bereits die neueren 250 km/h schnellen ICE-4-Triebwagen. Wie angesprochen, fährt immer zur ungeraden Stunde der ICE nach Dresden. Um auch in dieser Stunde einen Zug nach Berlin anzubieten, verkehrt dann immer zur Minute 2 ein ICE-Sprinter nach Berlin, der nur in Erfurt und Halle hält. Der Zug um 7.02 Uhr beginnt von Montag bis Freitag bereits in Darmstadt, der um 9.02 Uhr von Montag bis Samstag bereits in Saarbrücken und der um 11.02 Uhr von Samstag bis Sonntag bereits in Stuttgart. Diesen Strecken vor Frankfurt ist der Zug dann aber nicht als Sprinter unterwegs. In der Gegenrichtung existiert seltsamerweise nur die Durchbindung nach Saarbrücken, die dann von Sonntag bis Freitag 21.02 Uhr ab Frankfurt fährt. Auf dieser Linie kommen immer entweder 230 km/h schnelle ICE-T oder 330 km/h schnelle ICE-3-Züge zum Einsatz. Mit diesen Zügen beträgt die Fahrzeit bis Erfurt nur etwas über 2 und die nach Berlin unter 4 Stunden. Einmal pro Stunde nach Berlin gelangt man aber auch über Braunschweig, wo ebenfalls zwei zweistündige Linien unterwegs sind. Lediglich den Abschnitt Frankfurt-Berlin bedient die Linie 13, die am Frankfurter Flughafen beginnt und ohne über den Hauptbahnhof zu fahren mit Halt in Frankfurt Süd nach Berlin aufbricht. Abfahrt am Flughafen ist immer zur Minute 19 der geraden Stunde, 11 Minuten später zur Minute 20 ist Abfahrt in Frankfurt Süd. Auf dieser Linie lässt sich im Fahrplanjahr 2020 ein recht bunter Fahrzeugeinsatz beobachten. Zum Teil verkehren hier noch die bis zum Fahrplanwechsel dominant gewesenen ICE-T-Triebwagen in Einfachtraktion. Je weiter der ICE-4-Einsatz auf andere Linien jedoch fortschreitet, desto mehr sollen hier ICE-1-Züge die Leistungen übernehmen, zunächst als klassische 12-Wagen-Züge, die im Laufe des Jahres dann auf 9 Wagen gekürzt werden sollen.
ein Zugpaar, jenes um 13.51 Uhr an und um 14.09 Uhr ab Frankfurt Flughafen, ist voraussichtlich bis Oktober auch mit der ex-Metropolitan Garnitur und einer E-Lok der Baureihe 101 unterwegs. Zur Linie 13 hinzu kommt die Linie 12, mit der ein ungefährer Stundentakt gebildet wird. Im Gegensatz zur Linie 13 hält die Linie 12 am Frankfurter Hauptbahnhof sowie zusätzlich auch in Hanau und Wolfsburg und außerdem beginnt sie bereits in Basel. Abfahrt in Frankfurt nach Berlin ist immer zur Minute 14 der ungeraden Stunde. Der Berliner Hauptbahnhof wird mit dieser Linie in 4 Stunden und 15 Minuten erreicht. Das ist exakt genauso lange wie die Linie 11 über Leipzig benötigt und gut eine Viertelstunde langsamer als der Sprinter. In der Gegenrichtung wird zur Minute 50 der geraden Stunde abgefahren, wobei Karlsruhe nach 68 Minuten und Basel nach knapp 3 Stunden erreicht ist. Die Züge um 8.50 Uhr, 14.50 Uhr und 16.50 Uhr verkehren weiter bis Interlaken Ost in der Schweiz, wohin man dann etwas über 5 Stunden benötigt. Auf dieser Linie kommen zu etwa 75% noch die ICE-1-Triebwagen zum Einsatz. Die restlichen Leistungen werden auch hier bereits von ICE-4ern übernommen, wobei sich der Anteil der Leistungen im Laufe des Fahrplanjahres 2020 mit fortschreitender Auslieferung der ICE-4er schrittweise zugunsten dieser neueren Fahrzeuge verschieben soll. Wer jetzt bei den zuletzt genannten Linien genau zugehört hat, dem ist aufgefallen, dass sich die Linien 11 und 12 zwischen Fulda und Mannheim zu einem ungefähren Stundentakt ergänzen. Während in Richtung Berlin bzw. Leipzig mittels der bereits vorgestellten Linien 13 und 50 jeweils ein Stundentakt realisiert wird, der im Übrigen mittels attraktiver Anschlüsse auch aus dem Süden Deutschlands erreichbar ist, wird der Stundentakt in Richtung Basel und München mittels eines Anschlusskreuzes in Mannheim hergestellt. Immer in der Stunde, in der der ICE nach Basel verkehrt, besteht in Mannheim Anschluss an einen ICE der Relation Dortmund-München. In der Stunde, in der der ICE nach München verkehrt, besteht hier Anschluss an einen Zug der Linie Köln-Basel, die zum Teil bereits in Dortmund und einmal täglich auch in Amsterdam beginnt. Diese beiden Linien halten in Frankfurt nur am Flughafen und werden meist mit ICE-3-Triebwagen bedient. Auf beiden Linien können aber auch ICE Velaro zum Einsatz kommen und auf der nach München gibt es auch ICE-4-Einsätze. Als nächstes widmen wir uns den Zügen nach Hamburg. Es handelt sich um die beiden zweistündigen Linien 20 Zürich-Hamburg und 22 Stuttgart-Hamburg. Abfahrt nach Hamburg ist immer zur Minute 58. Kassel wird nach 1 Stunde und 20 Minuten, Hannover nach 2 Stunden und 20 Minuten und Hamburg nach etwas über 3,5 Stunden erreicht. Die Züge um 5.06 Uhr, 7.58 Uhr, 13.58 Uhr und 16.58 Uhr fahren weiter nach Kiel. Bis dorthin benötigt man 4 Dreiviertelstunden. In der Gegenrichtung wird immer zur Minute 6 abgefahren. In der geraden Stunde geht es nach Zürich. Zum Teil auch nur bis Basel, beziehungsweise um 5.50 Uhr, 10.06 Uhr und 14.06 Uhr sogar weiter bis Chur. Die Fahrt nach Karlsruhe dauert eine Stunde, die nach Basel knapp 3 Stunden, die nach Zürich 4 Stunden und die nach Chur 5 Stunden und 20 Minuten. In der ungeraden Stunde hingegen wird nach Stuttgart gefahren. Die Züge machen einen Abstecher über den Frankfurter Flughafen und benötigen bis Stuttgart 1,5 Stunden. Auf der Linie nach Basel kommen ausschließlich ICE-4-Triebwagen, auf der nach Stuttgart im Misch ICE-1 und ICE-4-Triebwagen zum Einsatz. Karlsruhe und Hamburg werden aber nicht nur durch die Linie 20, sondern auch die Linie 26 verbunden, die seit Dezember 2018 ebenfalls als ICE unterwegs ist. Diese Linie nutzt im Gegensatz zur Linie 20 in der Regel die Altbaustrecken und hält 13 bis 15 Mal mehr. So erhalten auch Städte wie Darmstadt, Gießen oder Uelzen eine Fernverkehrsanbindung. Die Linie fährt im 2-Stunden-Takt mit ICE-T-Triebwagen. Abfahrt nach Karlsruhe ist zur Minute 20 der ungeraden Stunde. Nach Heidelberg wird 53 Minuten lang gefahren und nach Karlsruhe 90 Minuten. Abfahrt nach Hamburg ist zur Minute 51 der geraden Stunde. Bis Kassel ist diese Linie 2 Stunden, bis Hannover 3 Stunden und bis Hamburg 4,5 Stunden unterwegs. Die Züge um 8.51 Uhr und 12.51 Uhr fahren weiter nach Stralsund bzw. je nach Wochentag und Jahreszeit auch teilweise darüber hinaus nach Binz auf Rügen. Bis Rostock fahren die Züge 6,5 Stunden und bis Stralsund 7,5 Stunden.
Der Zug um 10.51 Uhr fährt nach Westerland auf Sylt, bis wohin man 8 Stunden und 15 Minuten unterwegs ist. Aufgrund des nötigen Lokwechsels fährt das Super nach Westerland nicht mit einem ICE-T-Triebwagen, sondern als lokbespannte IC-Garnitur mit einer Baureihe 101. Entsprechend fährt auch der Gegenzug 19.20 Uhr nach Karlsruhe lokbespannt. Die Züge in Richtung Karlsruhe werden bis Heidelberg von der Intercity-Linie 62 zum Stundentakt ergänzt. Die Züge dieser Linie fahren dementsprechend ebenfalls im 2-Stunden-Takt immer mindestens bis Stuttgart. Auch hinter Stuttgart herrscht ein durchgehend zweistündiges Intercity-Angebot. Ein Teil der dort verkehrenden Züge kommt jedoch nicht aus Frankfurt, sondern aus Saarbrücken oder Dortmund, weshalb die Züge um 10.20 Uhr und 20.20 Uhr ab Frankfurt bereits in Stuttgart enden. Für alle anderen Frankfurter Züge geht es mindestens bis München, sowie für die um 8.20 Uhr und 14.20 Uhr darüber hinaus bis Klagenfurt, für den um 12.20 Uhr bis Graz und für den um 16.20 Uhr bis Salzburg. Der 8.20 Uhr Zug nach Klagenfurt führt sogar Kurswagen ins kroatische Zagreb mit. Zwar verkehren diese Züge auf den meisten Strecken eher Interregio als Intercity ähnlich, dies gilt insbesondere auch für die österreichischen Teilabschnitte, dennoch sind knapp 9 Stunden Fahrzeit zwischen Frankfurt und Klagenfurt, knapp 10 Stunden zwischen Frankfurt und Graz sowie 12,5 Stunden zwischen Frankfurt und Zagreb nicht gerade unattraktiv. Von Frankfurt bis Stuttgart sind diese Züge im Übrigen gut 90 Minuten unterwegs, womit sie genauso schnell sind wie jene ICEs, die immer einen Abstecher zum Flughafen machen. Und so verwundert es auch nicht, dass sie immer in der Stunde verkehren, zu der der Hamburger ICE nach Basel fährt. Insgesamt verkehrt zwischen Frankfurt und Stuttgart so immer ein langsamer Fernzug mit wechselweisem Laufweg über den Flughafen und Darmstadt, sowie ein schneller, der jedoch alle 2 Stunden durch den schon angesprochenen Umstieg in Mannheim unterbrochen ist. Jedoch nochmal wieder zurück zur Linie 62, auf der bis auf einen Verstärker zur Tagesrandzeit ausschließlich lokbespannte Züge verkehren, bei denen immer eine Baureihe 101 8 Intercity-Wagen verschiedenster Bauarten schiebt oder zieht. Einzige Ausnahme ist der 8.20 Uhr Zug, auf dem ÖBB-Wagen im Taurus Sandwich verkehren. Aus umlauftechnischen Gründen verkehrt von Montag bis Donnerstag der Zug um 20.20 Uhr ab Frankfurt, sowie am Sonntag der um 21.55 Uhr ab Frankfurt, ebenfalls mit einer solchen Taurus-Sandwich-Garnitur. Samstags und sonntags fährt auch ein Railjet-Zug der ÖBB um 5.17 Uhr ab Frankfurt Hauptbahnhof. Sein Zielbahnhof ist Budapest-Keleti, wohin er 11 Stunden unterwegs ist. Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag kommt um 0.42 Uhr der entsprechende Gegenzug in Frankfurt an. Neben diesen Fernzügen nach München über Stuttgart gibt es auch stündlich einen Zug über Nürnberg. Es handelt sich um die stündliche Linie 41 Ruhrgebiet München, auf der die 330 km/h schnellen ICE 3 zum Einsatz kommen. Als einzige Linie am Frankfurter Hauptbahnhof ist diese im Stundentakt unterwegs. Abfahrt nach München ist immer zur Minute 54. Nürnberg erreicht der Zug nach 2 Stunden und München nach 3 Stunden und 15 Minuten, womit er 20 Minuten schneller ist als die Züge über Stuttgart. In Ingolstadt halten die nur 6 Züge pro Tag und Richtung. Der Zug 9.54 Uhr ab Frankfurt fährt am Samstag weiter bis Garmisch-Partenkirchen, für den er 4 Stunden und 48 Minuten benötigt. In der Gegenrichtung geht es immer zur Minute 10 nach Dortmund. Bis auf wenige Ausnahmen hält der Zug zwischen dem Frankfurter Flughafen und Köln nicht. Vereinzelte Leistungen legen aber auch Halte in Limburg-Süd-Montabaur und Siegburg-Bonn ein. Abgefahren wird in der Regel von Gleis 7. Köln ist bereits nach 1 Stunde und 4 Minuten erreicht. Bis Dortmund benötigt man 2 Stunden und 20 Minuten. Zwischen Frankfurt und Nürnberg nutzt die Linie 41 dieselbe Strecke wie die Linie 91 Frankfurt-Wien. Diese ist im etwa um eine halbe Stunde versetzt, verkehrt hierzu die Linie 91 Frankfurt-Wien, die jedoch nur im 2-Stunden-Takt verkehrt, weshalb auf dem gemeinsamen Abschnitt Frankfurt-Nürnberg kein reiner Halbstundentakt hergestellt wird. Im Gegensatz zur Linie 41 halten die Züge dieser Linie auch in Hanau, dafür fahren jedoch die meisten in Aschaffenburg durch. In den Tagesrandlagen enden zudem etliche Züge bereits in Deutschland, genauer in Nürnberg, Regensburg oder Passau. Bis auf wenige Ausnahmen ist diese Linie umsteigefrei auf die Linie 31 Frankfurt-Hamburg über den linken Rhein und das Ruhrgebiet durchgebunden.
Auf der Linie 31 verkehren insgesamt 10 Zugpaare täglich und auf der Linie 91 9 Zugpaare. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Linie 91, die immer zur Minute 21 oder 22 der geraden Stunde ab Frankfurt fährt und Regensburg nach 3 Stunden, Linz nach 5 Stunden und Wien nach knapp 6,5 Stunden erreicht. Von den 9 Zugpaaren verkehren nämlich nur 5 auf der eigentlichen Linie Frankfurt-Wien. Gemeint sind die Züge 6.21 Uhr, 8.22 Uhr, 12.22 Uhr, 14.21 Uhr und 16.21 Uhr ab Frankfurt. Der Zug um 10.22 Uhr verkehrt hinter Nürnberg weiter nach München und bietet lediglich Umstiegsmöglichkeit auf einen ICE Hamburg-Wien, der dann zu dieser Stunde verkehrt. Die Züge um 8.22 Uhr, 10.22 Uhr und 12.22 Uhr sind dabei solche, die aus der Linie 31 kommen und in Dortmund bzw. bei letzterem in Hamburg starten. Auf den eben angesprochenen 6 Zugpaaren kommen ausschließlich ICE-T-Triebwagen der Baureihe 411 zum Einsatz. Anders sieht es bei den restlichen 3 Zugpaaren des Tages aus, die um 18.22 Uhr, 20.22 Uhr und 22.21 Uhr ab Frankfurt fahren. Zum einen kommen auch diese aus der Linie 31, einer startet in Kiel, die beiden anderen in Hamburg. Andererseits enden diese abendlichen Züge bereits in Nürnberg, Regensburg oder Passau. Der Zug um 18.22 Uhr ist als Intercity-Wendezug mit einer E-Lok der Baureihe 101 und 11 Intercity-Wagen unterwegs. Die beiden anderen verkehren mit ICE-1-Triebwagen. In der Gegenrichtung ist das Angebot identisch, jedoch logischerweise in umgekehrter Reihenfolge. Dementsprechend lässt sich für die immer zur Minute 42 der ungeraden Stunde ab Frankfurt fahrende Linie 31 schon mal festhalten, dass die Züge um 7.42 Uhr und 9.42 Uhr ICE-1er aus Nürnberg oder Regensburg, der um 11.42 Uhr in der City aus Passau und die um 17.42 Uhr, 19.42 Uhr und 21.46 Uhr ICETs aus Wien bzw. München sind. Der Zug um 9.42 Uhr fährt nach Kiel und die letzten beiden enden in Dortmund. Alle anderen Züge verkehren nach Hamburg-Altona. Übrig bleiben 4 weitere Zugpaare, die nicht gebunden sind und die dementsprechend in Frankfurt beginnen. Es handelt sich um die Züge um 5.42 Uhr nach Hamburg und 6.43 Uhr nach Westerland, die beide ebenfalls als Intercity fahren, sowie die um 13.44 Uhr und 15.44 Uhr nach Hamburg, die mit ICE-1-Triebwagen unterwegs sind. Mit den Zügen dieser Linie dauert die Reise bis Köln 2,5 Stunden und die bis Hamburg 6,5 Stunden. Dabei ist zuletzt auch noch erwähnenswert, dass sich die Linie 31 zwischen Frankfurt und Mainz mit der Linie 50 Dresden-Wiesbaden zum Stundentakt ergänzt. Immer in der Stunde, in der der ICE nach Wiesbaden verkehrt, besteht dann in Mainz Umstiegsmöglichkeit auf einen Intercity der Linie Stuttgart-Hamburg, sodass mittels Umstieg auch hier eine stündliche Verbindung von Frankfurt aus hergestellt wird. Neben der langsameren Verbindung über den Rhein gibt es zwischen Frankfurt und Köln nach wie vor auch noch die zahlreichen Züge über die Neubaustrecke. Neben der bereits vorgestellten stündlichen Linie 41 und den stündlichen Zügen, die nur am Flughafen halten, gibt es pro Stunde noch meist 1 bis 2 weitere Züge. Immer zur Minute 29 startet in Frankfurt meist auf den Gleisen 18 bis 20 ein ICE International. In der ungeraden Stunde fährt der Zug als Linie 78 nach Amsterdam, für den er 4 Stunden benötigt. In der geraden Stunde geht es als Linie 79 nach Brüssel, für den der Zug 3 Stunden und 6 Minuten benötigt. Diese sprinterähnlich verkehrenden Züge sind mit ICE-3ern unterwegs. Und während die Linien 41, 78 und 79, wie angesprochen, nur vereinzelt an den Unterwegsbahnhöfen Limburg Süd, Montabaur, Siegburg, Bonn und Köln und Flughafen halten, hält die zusätzliche Linie 49 an allen oder zumindest einem Teil dieser Unterwegsbahnhöfe. Diese Linie ist nur zwischen Frankfurt und Köln unterwegs und verkehrt in einem unregelmäßigen Takt. Die Züge fahren mit ICE-3 und zum Teil auch mit ICE-Velaro-Triebwagen. Die letzte regelmäßig verkehrende Linie in Frankfurt ist die Linie 82 nach Paris. Sie bildet zwar keinen festen Takt, aber fährt im Durchschnitt etwa alle 2 Stunden. Die 6 täglichen Züge verlassen Frankfurt immer zur Minute 58. 4 Züge fahren über Saarbrücken und 2 über Straßburg. Von beiden Relationen verkehrt ein Zugpaar als französischer TGV-Zug, der Rest fährt mit ICE-Velaro-Zügen der Deutschen Bahn.
Beide Züge bringen es auf 320 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die Fahrzeit nach Paris beträgt über Frankfurt 3,75 Stunden und über Saarbrücken knapp 4 Stunden. Um 13.58 Uhr verkehrt ab Frankfurt zusätzlich noch ein TGV nach Marseille am Mittelmeer. Bis dorthin dauert die Fahrt knapp 8 Stunden. Ein weiteres exotisches Zugpaar in Frankfurt ist noch der Eurocity Express nach Mailand in Italien, der Frankfurt um 8.01 Uhr verlässt. Für seine Fahrt durch die Alpen nach Mailand benötigt der Zug 7,5 Stunden. Hier kommen die Schweizer Triebwagen vom Typ ETR 610 zum Einsatz. Neben diesen jetzt vorgestellten Zügen gibt es noch weitere Einzelleistungen auf verschiedenen Strecken, die hier nicht alle erwähnt werden können. Bevor wir das Kapitel Fernverkehr jedoch abschließen, wollen wir noch einen Blick auf die in Frankfurt verkehrenden Nachtzüge werfen. Zum einen verkehren 3 Nacht-ICE und ein Nacht-IC-Zugpaar der Deutschen Bahn, die aber abgesehen von entspannteren Fahrzeiten und geänderten Laufwegen mit denselben Fahrzeugen wie tagsüber verkehren und keinen gesonderten Nachtzugkomfort bieten. Es handelt sich um die täglichen Zugpaare Berlin-München mit ICE 4, Kiel-Basel mit ICE 1, Dortmund-München mit ICE 3 und Frankfurt-Hamburg mit einer Intercity-Garnitur. Hinzu kommen in einzelnen Nächten noch weitere Züge. Täglich gibt es aber zudem auch noch 2 echte Nachtzugpaare der ÖBB, die noch klassisch mit Sitz-, Liege- und Schlafwagen verkehren. Es handelt sich zum einen um das Zugpaar von Basel nach Hamburg und Berlin, sowie das von Düsseldorf nach Innsbruck und Wien. Letzteres startet zweimal wöchentlich bereits in Brüssel. Die Wagen dieser Züge gehören alle der ÖBB. Auf dem Zugpaar Düsseldorf-Wien bzw. Innsbruck kommen auch ÖBB-Loks des Typs Taurus zum Einsatz, während der Nachtzug Zürich nach Hamburg bzw. Berlin von DB-E-Loks der Baureihe 101 gezogen wird. Einmal wöchentlich verkehrt in Frankfurt auch noch der Nachtzug Paris-Moskau, der aus russischen Wagen besteht, auf den deutschen Abschnitten jedoch ebenfalls von einer 101er-Lok gezogen wird. Die Nacht-ICEs und ICs sowie der Nightjet von Basel nach Berlin fahren über den Hauptbahnhof, während alle anderen Züge nur in Frankfurt Süd halten. Mit der Ausfahrt der Werbelok 101-112 schließen wir jetzt das Kapitel Fernverkehr ab und widmen uns im Folgenden dem Regionalverkehr. Wir starten zunächst mit den Zügen gen Gießen, also jenen der Main-Weser-Bahn. Diese fahren immer von den Gleisen 11 bis 16 ab. Immer zur Minute 21 der ungeraden Stunde bricht meist auf Gleis 15 ein RE30 nach Kassel auf. Diese zweistündige Linie besitzt nur 11 Unterwegsbahnhöfe und damit gerade einmal 4 mehr als die ICE-Linie 26. Zum Einsatz kommen hier Dosto-Garnituren, die von einer Baureihe 146.3 gezogen werden. Sie bestehen, von der Lok aus gesehen, aus 3 gemischklassigen Dosto 94 Mittelwagen, einem reinen zweite Klasse Dosto 97 Mittelwagen, einem erst 2012 neu beschafften Dosto 07 Mittelwagen mit extra großem Fahrradabteil und einem normalen zweite Klasse Steuerwagen, bei dem es sich immer entweder um einen Dosto 94 oder 97 handelt. Alle Wagen, die teils der dritten und teils der vierten Generation zugehörig sind, wurden vor ein paar Jahren modernisiert und präsentieren sich seitdem identisch und zeitgemäß. Sie sind alle klimatisiert. Einziges Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Doppelstockwagen-Generationen ist der Steuerwagen. Der Steuerwagen Dosto 94 ist einer der dritten Generation und der Dosto 97 einer der vierten Generation, welcher einen moderneren Steuerkopf besitzt. Insgesamt bringt es eine solche Garnitur auf 60 erste Klasse und 665 zweite Klasse Sitzplätze. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 140 km/h. Mit dem RE30 dauert eine Fahrt bis Gießen 40 Minuten, eine bis Marburg 58 Minuten und eine bis Kassel Hauptbahnhof 2 Stunden und 13 Minuten. Bis
Kirchhain ergänzt sich der zweistündige RE30 mit dem ebenfalls zweistündigen RE98 zum Stundentakt. Der Zielbahnhof des RE98 ist zwar ebenfalls Kassel, allerdings hält er ab Kirchhain nördlich von Marburg dann überall und benötigt daher 20 Minuten länger bis Kassel, weshalb man nördlich von Kirchhain von keiner Taktergänzung mehr sprechen kann. Der RE98 führt bis Gießen immer einen zweiten Zugteil als RE99 nach Siegen mit. Zur Hauptverkehrszeit besteht der Zug zum Teil sogar aus drei Zugteilen, wovon dann der mittlere meist in Gießen endet. Zum Einsatz kommen auf RE98 und RE99 160 km/h schnelle 3- und 5-Teiler des Fahrzeugtyps FLIR II. Ein Dreiteiler besitzt 206 und ein Fünfteiler 316 Sitzplätze. Bei beiden Varianten sind davon 16 Erste-Klasse-Plätze. Die maximal zum Einsatz kommende Fahrzeugkombi, bestehend aus zwei 5- und einem Dreiteiler, bringt es insgesamt auf 838 Sitzplätze. Betrieben werden diese beiden Linien von der Hessischen Landesbahn, kurz HLB. Die Züge fahren immer zur Minute 21 der geraden Stunde, meistens auf Gleis 15 ab. Eine Fahrt bis Gießen dauert wie mit dem RE30 40 Minuten. Der RE98 ist nach Kassel 2,5 Stunden unterwegs und der RE99 nach Siegen 1 Stunde und 45 Minuten. Um 17.31 Uhr ab Frankfurt gibt es einen RE99-Verstärker, der den Umweg über Gießen auslässt und so bereits nach 1 Stunde und 34 Minuten in Siegen ist. Während der RE98 erst ab Kirchhain überall hält, tut der Mittelhessen-Express dies bereits früher. Einmal pro Stunde startet ein Zug aus mindestens zwei Zugteilen am Frankfurter Hauptbahnhof. Zur ungeraden Stunde gibt es einen sogenannten schnellen Mittelhessen-Express zur Minute 51, der nur in Frankfurt-West, Friedberg, Bad Nauheim und Butzbach hält und Gießen nach 44 Minuten erreicht. Zur geraden Stunde hingegen gibt es einen langsamen Mittelhessen-Express zur Minute 31, der zusätzlich in Bad Vilbel und ab Friedberg überall hält und Gießen nach einer knappen Stunde erreicht. Immer in der Stunde, in der dieser langsame Mittelhessen-Express fährt, gibt es zur Minute 51 den ICE der Linie 26 Richtung Gießen. Mit RE30, RE98-99, dem schnellen Mittelhessen-Express und der ICE-Linie 26 gibt es so einen 30-Minuten-Takt zwischen Frankfurt und Gießen. Nördlich von Gießen halten dann alle Mittelhessen-Express-Züge überall und ergänzen sich zum Stundentakt. Der vordere Zugteil fährt als RB41 nach Treisa, zum Teil nur bis Stadtallendorf oder Marburg. Für den hinteren Zugteil geht es als RB40 nach Dillenburg. Die Züge fahren bunt gemischt von den Gleisen 14 bis 16 ab. Eine Fahrt nach Marburg dauert zwischen 82 und 94 Minuten und eine bis Treisa zwischen 1 Stunde und 52 Minuten und 2 Stunden und 9 Minuten. Bis Dillenburg benötigen die Züge 1,5 Stunden bis 1 Stunde 50 Minuten. Auf dem Mittelhessen-Express ist die DB Regio mit 160 km/h schnellen, vierteiligen Talent-2-Zügen der Baureihe 442 unterwegs, die 229 Sitzplätze bieten. In der HVZ waren zum Teil wie auf dem RE98-99 drei Zugteile, bei denen dann auch drei Teiler mit eingereiht werden können. Insgesamt kommt man dann auf bis zu 687 Sitzplätze. Im Berufsverkehr gibt es zwischen Frankfurt und Gießen sowie zum Teil weiter bis Marburg auch noch etliche Verstärker, die teils ab Friedberg und teils erst ab Gießen überall halten. Die meisten dieser Verstärker sind mit den 6 DOS-Garnituren, wie sie auf dem RE30 zum Einsatz kommen, unterwegs. Bei diesen Verstärkern werden aber auch oft 114er angehängt. Vereinzelt gibt es auch 114er auf Umläufen bis Kassel. Zuletzt gibt es auf der Main-Weser-Bahn doch die RB34 nach Glauburg-Stockheim. Die Züge fahren immer zur Minute 46 von Gleis 14 oder 16 und benötigen für ihre Fahrt 1 Stunde und 9 Minuten. Von Montag bis Freitag wird zwischen 16 und 18 Uhr alle halben Stunden gefahren. Zum Einsatz kommen hier Triebwagen der Baureihe 642, auch als die Zero Classic bekannt. Diese 160 km/h schnellen Fahrzeuge bieten ca. 110 Sitzplätze. Im Berufsverkehr kommen bis zu 3 Einheiten zum Einsatz, die dann 330 Sitzplätze bieten. Doch da auch das nicht genug für die vielen Pendler auf dieser Strecke ist, fahren die Züge um 16.44 Uhr und 17.16 Uhr ab Frankfurt nicht mit 642ern, sondern mit 4 Doppelstockwagen und einer Diesellok der Baureihe 245.
zwei Verstärker mit selbigem Zugmaterial gibt es auch auf der RB48 nach Nidda, die ansonsten nicht zum Frankfurter Hauptbahnhof kommt. Während die Verstärker morgens alle getrennt nach Frankfurt fahren, sind sie am Nachmittag bis Bad Vilbel als gemeinsame 8-Wagen-Sandwich-Garnitur unterwegs. Die beiden 4-Wagen-Garnituren bieten jeweils 470 Sitzplätze. Neben den beiden Dosto-Verstärkern gibt es auf der RB48 noch einen weiteren Verstärker ab Frankfurt, der von der HLB mit 2646ern unterwegs ist. Dieser fährt um 18.44 Uhr ab Frankfurt und benötigt bis Nidda 1 Stunde und 15 Minuten. Nachdem wir das Kapitel Main-Weser-Bahn jetzt abgehakt haben, machen wir weiter mit den Zügen in Richtung Hanau, die Frankfurt in der Regel von den Gleisen 4 bis 13 verlassen. Starten wir mit den Zügen auf der Kinzigtalbahn in Richtung Fulda. Hier sind die beiden stündlichen Linien RE50 Frankfurt-Fulda und RB51 Frankfurt-Wächtersbach unterwegs. Die RB51 hält ab Hanau und der RE50 ab Wächtersbach überall. Hinzu kommen pro Tag 3 besonders schnelle Hessen-Express-Züge zwischen Frankfurt und Bad Hersfeld und einmal weiter bis Bebra, die ebenfalls unter der Bezeichnung RE50 verkehren, jedoch nur an sehr wenigen Unterwegsstationen halten. Der normale RE50 startet in Frankfurt immer zur Minute 26 von den Gleisen 4 bis 8. Er benötigt bis Hanau 20 Minuten und bis Fulda 1 Stunde und 23 Minuten. Da die Züge in der Gegenrichtung zu Minute 28 ankommen und man eine 58-minütige Wendezeit auf den vielbefahrenen mittleren Gleisen des Hauptbahnhofs vermeiden will, wendet der angekommene RE50 auf die RB51 nach Wächtersbach, die dann zu Minute 42 von den Gleisen 10 bis 13 startet. Gleiches Prozedere gilt natürlich auch für die Gegenrichtung. Die RB51 benötigt bis Hanau ebenfalls 20 Minuten und bis Wächtersbach genau eine Stunde. Auf beiden Linien gibt es von Montag bis Freitag je 3 Verstärker. Die RE50 Verstärker fahren in Frankfurt um 15.50 Uhr, 16.50 Uhr und 17.50 Uhr bzw. freitags alle eine Stunde früher ab und benötigen bis Fulda über 1,5 Stunden, da sie zahlreiche Fernverkehrsüberholungen im vielbefahrenen Kinzigtal in Kauf nehmen müssen. Der Zug um 15.50 Uhr fährt weiter bis Bebra, wo er 2 Stunden und 21 Minuten benötigt. Auch der vorletzte Zug des Tages um 22.26 Uhr ab Frankfurt fährt weiter bis Bebra, der aufgrund der wegfallenden Überholungen, trotz der Tatsache, dass er auch hinter Fulda überall hält, nur 2 Stunden und 15 Minuten benötigt. Auf der RB51 gibt es, wie angesprochen, ebenfalls 3 Verstärker, die um 16.02 Uhr, 17.02 Uhr und 18.02 Uhr ab Frankfurt fahren. Der Zug um 17.02 Uhr fährt dabei allerdings erst ab Frankfurt Süd, aufgrund der zu starken Auslastung des Hauptbahnhofs. Zwei dieser 3 Verstärker verkehren über Wächtersbach hinaus nach Bad Sodensaal-Münster. Die angesprochenen 3 Hessen-Expresse fahren ab Frankfurt täglich um 8.18 Uhr, 14.18 Uhr und 18.18 Uhr. Letzterer verkehrt, wie eingangs erwähnt, bis Bebra. Bis Fulda wird lediglich in Frankfurt Süd, Hanau Hauptbahnhof, Bad Sodensaal-Münster und Schlüchtern gehalten, wodurch Fulda bereits nach 1 Stunde und 13 Minuten erreicht ist, was einer Zeitersparnis von 10 Minuten gegenüber dem normalen RE entspricht. Bis Bad Hersfeld dauert die Fahrt 1 Stunde und 45 Minuten und bis Bebra 1 Stunde und 55 Minuten. In der Gegenrichtung ist das Angebot in etwa dasselbe. Einzige Ausnahme ist ein von Montag bis Freitag zusätzlicher morgendlicher Hessen-Express von Fulda nach Frankfurt. Dafür fahren in diese Richtung dann jedoch nur 2 statt der eigentlichen 3 RE50-Verstärker. Fahrzeugtechnisch sind diese Linien auf den ersten Blick ganz einfach, auf den zweiten jedoch dann ziemlich kompliziert. Abgesehen von Berufsverkehrsabweichungen und dem Hessen-Express sind auf allen Zügen der Linien RE50 und RB51 Garnituren mit 6 Doppelstockwagen unterwegs, die identisch zu denen auf dem RE30 sind, hier jedoch ausschließlich von 114ern geschoben bzw. gezogen werden. Der Hessen-Express verkehrt mit nur 4 Wagen, weil theoretisch dieselben Garnituren wie auf den anderen Zügen zum Einsatz kommen, die um 2 gemischtklassige Wagen verkürzt sind.
Praktisch sind jedoch sehr regelmäßig auch Dostos der ehemaligen RB75 hiermit eingereiht, die zwar theoretisch neuer sind als die anderen Wagen, dafür jedoch keine Modernisierung erhalten haben und sich von außen und innen optisch von den älteren Wagen durch ein schlechteres Erscheinungsbild hervorheben. Bespannt wird der Hessen-Express auch nicht von 114ern, sondern seit dem Fahrplanwechsel von ehemals nordrhein-westfälischen 146.3-Loks. Identisch aufgebaute Garnituren sind auch auf den drei RB51-Verstärkern unterwegs, hier jedoch meistens mit 114ern, vereinzelt auch noch mit 111ern. Vermutlich werden sich auch hier im Laufe des Fahrplanjahres 146.3er etablieren. Gesichert bestätigen kann ich dies jedoch momentan noch nicht. Die RE50-Verstärker sind ja deutlich einheitlicher, denn sie verkehren mit denselben Garnituren wie die normalen RE50 und RB51er, sprich 6 Wagen mit einer Baureihe 114. Dafür gibt es in der Hauptverkehrszeit denn bei den normalen RE50ern Fahrzeugänderungen, denn die 6 Wagengarnituren werden vor dem Steuerwagen um 2 bis 3 weitere Dostos und eine zweite Lok verlängert, womit bis zu 1000 Sitzplätze angeboten werden können. Erwähnt sei noch, dass diese 8 bis 9 Wagengarnituren auch bei Fußballspielen eingesetzt werden können und die RB51-Verstärkergarnituren in den Tagesrandlagen auch auf den normalen RB51-Umlaufen im Einsatz sein können. Weiter geht's mit den Zügen auf der Main-Spessart-Bahn, sprich der Bahnstrecke über Aschaffenburg nach Würzburg. Hier verkehrt im Stundentakt der Main-Spessart-Express, bei dem es 2 Fahrtmöglichkeiten gibt. Zum einen den zwischen Frankfurt und Hanau nordmainisch verkehrenden RE54 und zum anderen den südmainisch verkehrenden RE55. Meist sind die Züge immer im Wechsel anzutreffen, zur ungeraden Stunde ab Frankfurt ein RE54 und zur geraden ein RE55. Ausnahmen gibt es im Berufsverkehr, zu dem alle Züge als RE55 fahren, und zur Schwachverkehrszeit, sprich spätabends und sonntagvormittags, zu der alle Züge als RE54 fahren. Da die Züge hier in Frankfurt etwa eine Stunde Wendezeit haben, aber auf den schon angesprochenen stark frequentierten Mittelgleisen fahren, werden sie zwischendurch abgestellt. Meist etwa 10 bis 15 Minuten vor Abfahrt werden sie dann wieder bereitgestellt. Der RE54, der in der Regel zur ungeraden Stunde abfährt, startet zur Minute 30 und der in der Regel zur geraden Stunde abfahrende RE55 zur Minute 34. Gleistechnisch sind Abfahrten von 4 bis 10 bunt gemischt anzutreffen. Die Züge benötigen bis Hanau 21 Minuten, bis Aschaffenburg 41 Minuten und bis Würzburg 1 Stunde und 47 Minuten. Der RE54 ist jeweils 4 Minuten länger unterwegs. Der Zug zur ungeraden Stunde ab Frankfurt, also meistens der RE54, fährt in der Regel weiter nach Bamberg. Eine Fahrt bis dorthin dauert 3 Stunden. Am Wochenende gibt es mit dem Freizeitexpress Frankenland noch zweimal täglich um 9.01 Uhr und 15.01 Uhr ab Frankfurt einen 15 Minuten schnelleren Zug nach Bamberg, der zwischen Gemünden und Schweinfurt eine Direktverbindung nutzt. Auf all diesen Zügen kommen Twindex-Doppelstock-Triebwagen der Baureihe 445 zum Einsatz. Es handelt sich um 160 km/h schnelle 4-Wagen-Züge mit ca. 320 Sitzplätzen. Im Berufsverkehr gibt es bis Aschaffenburg oder Würzburg auch Doppeltraktionen. Der RE54 verkehrt wie angesprochen zwischen Frankfurt und Hanau nordmainisch und hält dort überall. Er fügt sich hier in ein Ergänzungskonzept ein, das insgesamt ein halbstündiges Angebot vorsieht. Zum zweistündigen RE54 kommt um eine halbe Stunde versetzt die RB58 Rüsselsheim-Opelberg-Laufach, zum Teil erst ab Frankfurt Stadion und sonntags erst ab Frankfurt Süd, hinzu, die allerdings nicht über den Frankfurt Hauptbahnhof verkehrt, dieser nicht die entsprechenden Kapazitäten aufweisen kann. Abfahrt in Frankfurt Süd nach Laufach ist immer zur Minute 2, Hanau wird nach 18 Minuten, Aschaffenburg nach 45 Minuten und Laufach nach 1 Stunde und 4 Minuten erreicht. Im Berufsverkehr enden die Züge bereits in Aschaffenburg, da dann zwischen Aschaffenburg und Gemünden eine separate Regionalbahn verkehrt.
In der Gegenrichtung wird zur Minute 58 abgefahren. Der Frankfurter Flughafen, an dem die Züge im Übrigen am Fernbahnhof halten, wird nach 14 Minuten und das Rüsselsheimer Opelwerk nach 25 Minuten erreicht. Die RB 58 wird von der HLB mit 3- und 4-teiligen Triebwagen der Baureihe 1440 betrieben. Ein Dreiteiler verfügt über 185 und ein Vierteiler über 239 Sitzplätze. Da beim so dargelegten Konzept mit stündlicher RB 58 und zweistündigem RE 54 immer in der Stunde, in der ein RE 55 verkehrt, eine nordmannische Taktlücke entsteht, verkehrt zu diesen Stunden eine zusätzliche RB 58 zwischen dem Frankfurter und dem Hanauer Hauptbahnhof, ebenfalls von der HLB mit 1440 Triebwagen, deren Ankunfts- und Abfahrtszeiten sowie Gleissituation in Frankfurt mit der des RE 54 übereinstimmt, einschließlich der Tatsache, dass auch die RB 58 immer in ihrer Wendezeit weggestellt wird. Der Takt dieser zusätzlichen RB 58 Züge ist abhängig von RE 54 und 55. Während zum Beispiel die Züge nach Gießen alle sehr schön verteilt fahren und einen Halbstundentakt bilden, sind die nach Hanau sehr ungleichmäßig verteilt. So fahren zwischen den Minuten 25 und 45 drei bis fünf Regionalzüge nach Hanau, dafür über die restliche Stunde verteilt bis auf Verstärker keine. Dafür fahren dann zwischen den Minuten 50 und 20 vier bis sechs Fernzüge über diese Strecke. Ähnlich schnelle Züge auf vielbefahrenen Strecken in Blöcken fahren zu lassen, ergibt zwar, wie am Beispiel der Strecke nach Hanau gut zu sehen, ungleichmäßige Vertaktungen, ist allerdings trassentechnisch deutlich sinnvoller, da so unnötig viele Überholungen vermieden werden können. Vorausgesetzt natürlich, die Züge sind pünktlich. Nach Hanau gibt es zu guter Letzt noch den RE 85 in den Odenwald, der meist im 2-Stunden-Takt verkehrt. Der Zielbahnhof des Zuges ist unter der Woche Großumstadt Wiebelsbach, zwei Züge im Berufsverkehr und der RE 85 am Wochenende fahren weiter bis Erbach. Abfahrt ist zu Minute 38 der geraden Stunde, meist auf Gleis 12. Die Fahrt bis Hanau dauert 18 Minuten und die bis Wiebelsbach 59 Minuten. Züge bis Erbach benötigen für ihre Fahrt 1 Stunde und 20 Minuten. Zusätzlich zum RE 85 gibt es noch einen Verstärker der Linie RB 86 nach Großumstadt-Wiebelsbach, der Frankfurt um 17.42 Uhr verlässt und bis Hanau nordmännisch verkehrt. Da der RE 85 theoretisch ebenfalls eine knappe Stunde Wendezeit in Frankfurt hätte, ist er umsteigefrei mit der RB 82 verbunden, die ebenfalls alle zwei Stunden in den Odenwald verkehrt, allerdings über Darmstadt Nord und Oberramstadt. Hier fahren alle Züge bis Erbach. Im Berufsverkehr ist diese Linie stündlich unterwegs und es fahren einzelne Züge weiter bis Eberbach. Abfahrt ist für diese Linie in Frankfurt immer zur Minute 25 der ungeraden Stunde, ebenfalls auf Gleis 12. Bis Darmstadt Nord dauert die Fahrt 19 Minuten, bis Großumstadt Wiebelsbach 50 Minuten und bis Erbach 1 Stunde und 23 Minuten. Züge bis Erbach benötigen für ihre Reise 1 Stunde und 53 Minuten. Das Netz der Odenwaldbahn wird von der Vias betrieben, die hier 140 km/h schnelle Dieseltriebwagen der Baureihe 615, auch als Itino bekannt, einsetzt. Ein solcher Triebwagen bietet 119 Sitzplätze. Auf der Odenwaldbahn kommt es zum Einsatz von bis zu drei Zugteilen. Auf der RB 86, also dem Verstärker um 17.42 Uhr auf Frankfurt, kommen keine 615, sondern 622 Triebwagen zum Einsatz. Die RB 82 verlässt Frankfurt in Richtung Main-Neckar-Bahn, womit wir bei der nächsten Richtung in Richtung Darmstadt angekommen wären. Auch diese Züge sind alle auf den Gleisen 4 bis 13 anzutreffen. Bevor wir uns jedoch den Zügen nach Darmstadt widmen, schauen wir uns noch die Dreierchbahn nach Dieburg an, auf der die stündliche RB 61 verkehrt, die Frankfurt immer zur Minute 15, meistens auf den Gleisen 10 bis 13 verlässt. Eine Fahrt nach Rödermark-Auerroden dauert mit diesen Zügen 35 Minuten und eine nach Dieburg 49 Minuten. Vom Abfahrts- und Taktsystem wird im morgendlichen Berufsverkehr zum Teil stark abgewichen.
Unter anderem gibt es hier auch einen Verstärker, der nicht von der DB Regio, sondern von der Vias betrieben wird, welcher um 8.32 Uhr in Frankfurt ankommt. Außerdem gibt es um 8.06 Uhr noch einen Zug, der nicht am Frankfurter Hauptbahnhof, sondern in Frankfurt Süd endet. Eingesetzt werden auf dieser Linie bis auf den angesprochenen Vias-Verstärker Dieseltriebwagen des Typs Pesa Link in zweiteiliger Ausführung als Baureihe 632 mit 110 Sitzplätzen und in dreiteiliger Ausführung als Baureihe 633 mit 160 Sitzplätzen. Im Berufsverkehr sind auch Züge mit zwei Dreiteilern und somit insgesamt 320 Sitzplätzen an der Tagesordnung. Vereinzelt können aber auch ersatzweise noch die älteren 642 Triebwagen Leistungen übernehmen. Jetzt aber zu den Darmstädter Zügen, die in der Regel alle halben Stunden fahren. Immer zur Minute 6 startet in Frankfurt eine Regionalbahn mit zwei Zugteilen, die Liniennummern RB67 und RB68 tragen. Nach 20 Minuten sind diese Züge in Darmstadt, nach 52 in Bensheim, nach 66 in Weinheim und nach 89, also ca. anderthalb Stunden, in Neuedingen-Friedrichsfeld. Hier wird der Zug geteilt. Doch um zu verstehen, wie es ab hier weitergeht, müssen wir zunächst den RE60 mit einbeziehen, der etwa um eine halbe Stunde versetzt zur Minute 34 Frankfurt verlässt. Bis Darmstadt bildet der 1,5-Stunden-Takt. Da er danach jedoch deutlich seltener hält, erreicht er Bensheim schon nach 33 Minuten, Weinheim nach 49 und Neuedingen-Friedrichsfeld nach 59 Minuten und ist dabei nur kurz nach der RB67-68 in Neuedingen-Friedrichsfeld. Dort hält dann jeder zweite RE60. In der Stunde, der RE60 nicht in Neuedingen-Friedrichsfeld hält, teilt sich die Regionalbahn, dann während sie vom Express immer überholt wird, auf in den vorderen Zugteil als RB68 nach Heidelberg, beziehungsweise von Montag bis Freitag von 5 bis 18 Uhr darüber hinaus bis Wiesloch-Walldorf, sowie den hinteren Zugteil als RB67 direkt nach Mannheim auf. Eine Fahrt von Frankfurt bis Heidelberg dauert dabei etwa 90 Minuten und eine bis Wiesloch-Walldorf 1,75 Stunden. Mannheim Hauptbahnhof ist mit dem RE60 in 1 Stunde und 7 Minuten erreicht, mit der RB67 jedoch erst nach 1 Stunde und 39 Minuten. Diese RE60er, die nicht in Neuedingen-Friedrichsfeld halten, verkehren immer zur geraden Stunde ab Frankfurt. In der anderen, sprich der ungeraden Stunde, hält der RE60 in Neuedingen-Friedrichsfeld und kann so als Anschlusszug von der Regionalbahn nach Mannheim fungieren. Der vordere Zugteil der RB, also die RB68, fährt dann ganz normal nach Heidelberg und zum Teil Wiesloch-Walldorf. Der hintere Zugteil verkehrt dann jedoch nach Schwetzingen, wohin man von Frankfurt aus damit 1 Stunde und 42 Minuten benötigt. Die RE60er, die zur ungeraden Stunde ab Frankfurt fahren und auch in Neuedingen-Friedrichsfeld halten, haben zum Teil wegen der Rücksichtnahme auf etliche Fernzüge abweichende Fahrzeiten. Betroffen sind davon der Zug um 9.38 Uhr statt 34 ab Frankfurt, der den Halt in Langen auslässt, sowie die Züge um 11.31 Uhr, 13.31 Uhr und 19.31 Uhr ab Frankfurt, die dann jeweils eine Überholung in Bensheim erhalten. Zudem hält der Zug um 17.34 Uhr ab Frankfurt überall, womit er zum einen deutlich länger unterwegs ist und zum anderen die angesprochenen Anschlussbeziehungen in Neuedingen-Friedrichsfeld zerstört. In der Gegenrichtung ist das Angebot in etwa dasselbe, nur dass hier morgens noch zwei zusätzliche Verstärker fahren, wovon einer in Mannheim und einer in Darmstadt startet, wobei der in Darmstadt startende nicht mit einer für das Netz üblichen Garnitur, die zu dem wir gleich noch kommen, sondern mit einer Garnitur des RE50 samt Verlängerung verkehrt. In etwa genauso lange wie der RE60 benötigt auch der RE70 nach Mannheim, der über die Riedbahn fährt und in Frankfurt immer zur Minute 12, also tatsächlich auch wieder um etwa eine halbe Stunde zum RE60 versetzt, abfährt. Die Linien RE60, RB67, RB68 und RE70 bilden zusammen das Netz des Main-Neckar Ried-Express, auf dem Twin-Nex-Doppelstock-Triebwagen zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zum Main-Spessart-Express tragen die hier eingesetzten Twin-Nexe aber die Baureihennummer 446, da sie einen etwa 20 cm höheren Einstieg für einen optimalen Mischbetrieb mit der Baureihe 425 besitzen. Hier kommen sowohl drei- als auch vierteilige Triebzüge zum Einsatz. Ein Dreiteiler bietet 270 und ein Vierteiler 383 Sitzplätze.
Auf der RB 67 bzw. 68 kommen wegen der Zugteilung immer Doppeltraktionen, meist aus zwei Vierteilern zum Einsatz, die dann bis zu 766 Sitzplätze bieten. Auf den Linien RE 60 und RE 70 sind im Berufsverkehr ein 4 plus ein Dreiteiler unterwegs, sonst fährt meist ein Vierteiler. Die Fahrzeuge sind alle 160 km/h schnell. Der RE 70 startet in der Regel auf Gleis 17 und fährt in Richtung Frankfurt-Niederrad aus, was auch alle südmännischen Züge nach Mainz tun. Hier verkehren die beiden sich zum Stundentakt ergänzenden Linien RE 2 Frankfurt-Koblenz und RE 3 Frankfurt-Saarbrücken, die somit in einem jeweiligen 2-Stunden-Takt verkehren. Der RE 3 verlässt Frankfurt immer zur Minute 8 der geraden Stunde von verschiedenen Gleisen, meistens jedoch 20 oder 21, und erreicht Mainz nach 41 Minuten, Bad Kreuznach nach 1 Stunde und 12 Minuten und Saarbrücken nach etwas über 3 Stunden. Fast 20 Minuten schneller sind die beiden Verstärker um 17.26 Uhr und 19.25 Uhr ab Frankfurt, die zwischen Frankfurt und Mainz seltener halten und einige längere Aufenthalte bzw. Fahrplanpuffer auslassen. Hinter Bad Kreuznach ergänzen sich die Verstärker und die regulären Züge dann auch zu einem reinen Stundentakt. Betreiber des RE3 ist die Privatbahn Flex, ein Tochterunternehmen der Länderbahn, welche Triebwagen der Baureihen 620 und 622 einsetzt. Wobei die 54 Meter langen 622er 162 und die 81 Meter langen 620er 264 Sitzplätze zur Verfügung haben. Die 140 km/h schnellen Triebwagen kommen auf dem RE3 in verschiedenen Kombinationen zum Einsatz, die bis zu 3 Einheiten zu bieten haben. Selber Betreiber und selbe Fahrzeuge trifft man auch auf diversen anderen Strecken im Nordwesten Rheinland-Pfalz an, weshalb im Berufsverkehr etliche weitere Flexzüge in Frankfurt zu beobachten sind, wie die auf dem RB33 Verstärker 15.26 Uhr ab Frankfurt nach Bad Kreuznach und den RB31 Verstärkern um 15.56 Uhr, 16.56 Uhr und 17.56 Uhr ab Frankfurt mit Fahrziel Alzey, wohin man 1 Stunde und 25 Minuten unterwegs ist. Außerdem betreibt Flex einzelne Verstärker auf Linien anderer Betreiber, die wir gleich noch kennenlernen werden. Und damit kommen wir jetzt zum RE2 Frankfurt-Koblenz, der wie angesprochen genau wie der RE3 alle 2 Stunden verkehrt und Frankfurt dann dementsprechend immer zur Minute 8 der ungeraden Stunde verlässt, wie der RE3 meistens auf Gleis 20. Eine Reise entlang des linken Rheins bis Koblenz dauert 1 Stunde und 45 Minuten. Auch auf dem RE2 gibt es Verstärker, die um 16.25 Uhr und 18.26 Uhr ab Frankfurt verkehren und zwischen Frankfurt und Mainz wie die RE3 Verstärker weniger halten, dafür aber zwischen Bingen und Koblenz zum Teil deutlich öfter halten. Die beiden Verstärker werden von Flex betrieben, alle anderen Züge sind Teil des von DB Regio betriebenen Südwestexpress-Kurs Süwex-Netz. Auf diesem kommen 160 km/h schnelle Fliert 3 Fünfteiler der Baureihe 1429 zum Einsatz, die mit wenigen Türen und einem für den Nahverkehr recht hohen Komfort gut für die zum Teil längeren Südwegslinien konzipiert sind. In einem Triebwagen dieser Bauart können ca. 350 Fahrgäste Platz nehmen. Auf dem RE2 gibt es zu Stoßzeiten auch vereinzelte Doppeltraktionen. Neben dem RE2 beginnen in Frankfurt noch zwei weitere Süwex-Linien, die zwischen Frankfurt und Mainz im Stundentakt verkehren, dabei jedoch den nordmainischen Weg über Höchst und Hochheim nehmen. Abfahrt ist immer zur Minute 38, meistens von Gleis 1a außerhalb der Bahnhofshalle, wobei Mainz nach 33 Minuten erreicht ist, was einer Zeitersparnis von 7 Minuten gegenüber der südmainischen Verbindung entspricht. Dabei sei nicht unerwähnt, dass die 38 abfahrenden nordmainischen REs gemeinsam mit den 8 abfahrenden südmainischen REs zwischen Frankfurt und Mainz einen ungefähren 30-Minuten-Takt bilden. Der Zug zur geraden Stunde ist immer ein RE14 nach Mannheim, der Worms nach 1 Stunde und 6 Minuten und Mannheim nach 1 Stunde und 28 Minuten erreicht. Der Zug zur ungeraden Stunde ab Frankfurt ist da deutlich variabler. Er verkehrt unter der Liniennummer RE4. Die Durchbindung auf den eigentlichen RE4 Mainz-Karlsruhe ist wegen der eingleisigen Streckenabschnitte auf dem Weg nach Karlsruhe und der anscheinend nicht ausreichenden Zuverlässigkeit des Frankfurter Knotens jedoch nicht vorhanden und nur durch einen theoretischen 2-Minuten-Umstieg in Mainz machbar, der jedoch nicht in offiziellen Fahrplanauskunft besteht. So endet der von Frankfurt ausgehende RE4 also in der Regel in Mainz,
Lediglich in der Gegenrichtung ist eine durchgehende Fahrt von Karlsruhe nach Frankfurt möglich. Wie angesprochen, enden die meisten Züge in Mainz. Ausnahmen sind der Zug um 15.38 Uhr ab Frankfurt, der nach Mannheim verkehrt, und der um 19.38 Uhr nach Frankfurt, der nach Baumholder verkehrt. Der Zug um 15.38 Uhr verkehrt jedoch unter dem Namen RE14. Dafür ist der theoretische RE14, der um 16.38 Uhr fahren würde, ein RE4 mit Fahrziel Germersheim. Um die Komplexität perfekt zu machen, verkehren die RE4-Züge um 17.38 Uhr und 19.38 Uhr zudem auch noch mit Flex-Zügen. Und der RE14 18.38 Uhr ab Frankfurt mit der Baureihe F25, womit ausgerechnet im Berufsverkehr Züge mit geringerer Sitzplatzkapazität als die sonst eingesetzten Süwex-Triebwagen verkehren. In der Gegenrichtung ist das Angebot nochmal etwas anders, denn in dieser Richtung existieren, wie schon angesprochen, die Durchbindungen Karlsruhe-Frankfurt und auch die Verstärker sind etwas anders aufgebaut. Ins exakte Detail möchte ich da jetzt jedoch auch nicht mehr eingehen. Lediglich sei noch erwähnt, dass die durchgebundenen Züge Karlsruhe-Frankfurt eine Gesamtfahrtzeit von 2 Stunden und 15 Minuten aufzuweisen haben. Den nordmainischen Laufweg von RE4 und 14 nutzen natürlich auch noch andere Linien, denen wir uns jetzt widmen. Die erste, die wir davon betrachten wollen, ist die RB10 nach Neuwied über Wiesbaden und Koblenz, die im Gegensatz zum linksrheinischen RE2 rechtsrheinisch verkehrt. Die Züge fahren im Stundentakt, im Berufsverkehr jeweils in Lastrichtung zwischen Frankfurt und Koblenz im Halbstundentakt. Abfahrt der Züge ist immer zur Minute 53 bzw. für die Verstärker zur Minute 23 von den Gleisen 22 bis 24. Wiesbaden wird nach 35 Minuten, Bingen nach 1 Stunde und 40 Minuten, Koblenz nach 2 Stunden und 13 Minuten und Neuwied nach 2 Stunden und 33 Minuten erreicht. Hinzu kommen von Montag bis Freitag Verstärkerzüge der Linie RE9, die zwischen Frankfurt und Eltville verkehren und dabei den Umweg über den Wiesbadener Hauptbahnhof auslassen, was etwa 10 Minuten Fahrzeit einspart. Abfahrt solcher Züge in Frankfurt ist von Montag bis Freitag um 7.11 Uhr, 8.15 Uhr, 15.08 Uhr, 16.09 Uhr, 17.10 Uhr, 18.15 Uhr und 19.15 Uhr, wobei ein Teil der Züge von Gleis 20 oder 21, ein anderer Teil jedoch von Gleis 1a abfährt. Zum Einsatz kommen auf der RB10 und einem Teil der Leistungen des RE9 Flat 1 Elektrotriebwagen in vierteiliger Ausführung als Baureihe 427 und in dreiteiliger Ausführung als Baureihe 428. Ein Dreiteiler bietet 181 und ein Vierteiler 219 Sitzplätze. Doppeltraktionen kommen hier fast immer vor. Die nicht von der Vias abgedeckten RE9-Leistungen übernimmt die HLB mit den uns schon bekannten 1440er Triebwagen. Stündlich gelangt man auch über die Main-Lahn-Bahn nach Limburg. Hier ist die RB22 unterwegs, die wie angesprochen stündlich fährt und Frankfurt immer zur Minute 31 verlässt. Im Berufsverkehr kommt der RE20 hinzu, der Frankfurt zur Minute 1 verlässt. Die RB22 fährt im Berufsverkehr dann außerdem nicht mehr zur Minute 31, sondern im Halbstundentakt zu den Minuten 13 und 43 ab, sodass es im Berufsverkehr dann 3 Fahrten pro Stunde von Frankfurt bis Limburg gibt. Bis auf wenige Züge im Berufsverkehr, die von Gleis 21 oder 22 fahren, starten alle Züge von Gleis 1 bis 3. Bis Niedernhausen dauert eine Fahrt mit allen Zügen 29 Minuten, Limburg ist mit der RE22 in 1 Stunde und 10 Minuten und mit dem viermal weniger haltenden RE20 bereits nach 1 Stunde und 3 Minuten erreicht. Zum Einsatz kommen hier Doppelstock-Wendezüge, bestehend aus 3 bis 5 Dosto 07 Wagen, die umlauftechnisch so verteilt sind, dass auf den nachfragestarken Zügen die 5 und auf den nachfrageschwachen Zügen die 3 Wagenzüge zum Einsatz kommen. Oft kommen aber auch Garnitur mit 4 Wagen zum Einsatz. Gezogen bzw. geschoben werden alle Züge von Elox der Baureihe 143. Hinzu kommt mit der RB12 noch eine letzte regelmäßig ab Frankfurt verkehrende Linie, die im 30-Minuten-Takt Frankfurt mit dem nahen Königstein verbinden. Sonntags wird nur im Stundentakt gefahren. Abfahrt in Frankfurt ist immer zu Minuten 17 und 47 von den Gleisen 22 oder 23.
wobei der Zielbahnhof am Rand des Taunus nach 36 Minuten erreicht ist. Die Strecke ist Teil des Netzes der Taunusbahn, zu dem noch zwei weitere Linien gehören. Zum einen die RB 11 Frankfurt-Höchstbad Soden, die wie die RB 12 im 30, sonntags im 60-Minuten-Takt verkehrt und eine Gesamtfahrzeit von nur 9 Minuten hat. Die Strecke der RB 11 ist bereits seit den 70ern elektrifiziert, trotzdem fuhren hier aufgrund der Zugehörigkeit zur Taunusbahn über Jahrzehnte Dieseltriebwagen. Erst seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 sind hier 1440er Triebwagen unterwegs, die wir ja bereits kennen. Hingegen wie die RB 12 mit Dieseltriebwagen betrieben, wird die dritte Taunusbahnlinie Bad Homburg-Brandoberndorf, die einige von und nach Frankfurt verlängerte Verstärker im Angebot hat, die dann um 6.43 Uhr, 7.43 Uhr, 8.43 Uhr, 9.43 Uhr, 15.31 Uhr, 16.31 Uhr, 17.31 Uhr, 18.31 Uhr und 19.13 Uhr ab Frankfurt Hauptbahnhof fahren. Bis Bad Homburg sind diese Züge 28 Minuten, bis Usingen 1 Stunde und 6 Minuten, bis Gräfenwiesbach 1 Stunde und 22 Minuten und bis Brandoberndorf 1 Stunde und 34 Minuten unterwegs, wobei ein Teil der Züge bereits in Gräfenwiesbach endet. Auf der RB 12 und der RB 15 kommen zwei verschiedene Typen an Dieseltriebwagen zum Einsatz. Zum einen die älteren VT2E, auch als Baureihe 609.0 bekannt, mit 92 Sitzplätzen. Zum anderen die neueren Lind 41, sprich Baureihe 648, mit 120 Sitzplätzen. Mehrfachtraktion sind hier ebenfalls vielfach an der Tagesordnung. Damit haben wir jetzt auch den Block Regionalverkehr hinter uns und können weitermachen mit den Linien der S-Bahn Rhein-Main, die alle neuen hier im Frankfurter Hauptbahnhof halten. Die Linien S1 bis S6, S8 und S9 halten alle im Tiefbahnhof auf Gleis 101 bis 104 und die S7 sowie auch S8-Verstärker zum Flughafen, am Wochenende S1-Verstärker nach Höchst und vereinzelt auch andere S-Bahn-Züge fahren oben aus der Bahnhofshalle. Dabei fährt die S7 von Gleis 1 bis 3 und die anderen Züge alle von Gleis 18 bis 23, wobei die zusätzlichen Messezüge bzw. S6-Umleiter wegen dem Main-Weser-Bahn-Ausbau auch auf Gleis 11 bis 16 anzutreffen sind. Auch weitere Ausnahmen sind natürlich jederzeit möglich. Die S1 verkehrt von Rödermark-Oberroden durch das Rottgau und über Offenbach nach Frankfurt sowie dann nordmainisch über Höchst, Hattersheim und Hochheim nach Wiesbaden. Die S2 startet in Dietzenbach und fährt wie die S1 über Offenbach und Frankfurt bis Frankfurt-Höchst, dann aber durch den Taunus über Hofheim und Eppstein nach Niedernhausen. Die S3 verbindet Darmstadt über Langen, Neu-Isenburg, Frankfurt, Eschborn und Schwalbach mit Bad Soden und wird von der S4 zwischen Langen und Niederhöchstadt verstärkt, die dann nach Kronberg weiterfährt. Die S5 fährt wie die S3 und 4 am Rand des Taunus entlang und verbindet Frankfurt Süd mit Oberursel, Bad Homburg und Friedrichsdorf. Die S6 startet ebenfalls in Frankfurt Süd und verbindet über Bad Vilbel, Großkarben und Niederwöllstadt Friedberg. Die S7 startet hier am Hauptbahnhof und fährt über Waldorf, Mörfelden und Groß-Gerau-Dornberg nach Riedstadt-Godelau. Die Linie S8 fährt von Wiesbaden zunächst nach Mainz und dann über Bischofsheim, Rüsselsheim und den Frankfurter Flughafen nach Frankfurt, von wo aus es weiter bis Offenbach Ost und im Berufsverkehr weiter bis Hanau geht. Die S9 tut Gleiches, fährt aber nicht über Mainz und immer bis Hanau. Grundsätzlich fahren alle Linien im 30-Minuten-Takt. Allerdings ergänzen sich S3 und S4 sowie S8 und S9 auf den gemeinsam genutzten Streckenabschnitten jeweils zum 15-Minuten-Takt. Von Montag bis Freitag sind zudem die S2 sowie die S1 zwischen Rödermark-Oberroden und Hochheim, die S5 zwischen Frankfurt Süd und Bad Homburg und die S6 zwischen Frankfurt Süd und Großkarben viertelstündig unterwegs. Am Samstag sind nur S1 und S5 verstärkt, wobei bis auf Ausnahmen die S1-Verstärker dann nur zwischen Offenbach und Frankfurt Höchst pendeln. Hinzu kommen von Montag bis Freitag noch unregelmäßige S8-Verstärker zum Frankfurter Flughafen oder nach Kelsterbach, die es so ähnlich auch bei Fußballspielen gibt. Wenn von Montag bis Freitag die maximale Verstärkung vorliegt, ergänzen sich S1, 2, 8 und 9 zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Offenbach Ost sowie S3 bis 6 zwischen Frankfurt West und Frankfurt Süd jeweils zu einem 5-Minuten-Takt. Hier im Hauptbahnhof fährt dann somit pro Richtung alle 2,5 Minuten eine S-Bahn, die immer abwechselnd nach Offenbach oder Frankfurt Süd,
bzw. in die Gegenrichtung nach Frankfurt West oder in Richtung Flughafen oder Höchst fährt. Hinzu kommt natürlich die S7, die in Frankfurt immer zu den Minuten 20 und 50 aufbricht. Eine Fahrt vom Frankfurter Hauptbahnhof ausgehend dauert nach Wiesbaden je nach Linie zwischen 42 und 53 Minuten, nach Niedernhausen 34 Minuten, nach Höchst 9 Minuten, nach Eschborn 12 Minuten, nach Bad Soden 25 und nach Kronberg 22 Minuten, nach Bad Homburg 21 Minuten, nach Friedrichsdorf 26 Minuten, nach Bad Vilbel 20 und bis Friedberg 37 Minuten, nach Offenbach Ost 18 Minuten, nach Hanau 30 Minuten, nach Röderbach-Oberroden 44 und nach Dietzenbach 32 Minuten, nach Frankfurt Süd 10 Minuten, nach Langen 25 Minuten, nach Darmstadt 39 Minuten, nach Riedstadt-Goddelau 35 bis 41 Minuten, nach Mainz 38 Minuten, nach Rüsselsheim 23 Minuten und zum Flughafen 10 Minuten. Auf den Linien 2 bis 6 kommen Elektrotriebwagen der Baureihe 423 mit 192 Sitzplätzen. Und auf der S1, 7, 8 und 9 für 30er Triebwagen mit 184 Sitzplätzen zum Einsatz. Die S8-Verstärker, die von Montag bis Freitag nur zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und dem Flughafen und zum Teil weiter nach Kelsterbach verkehren, sind mit Triebwagen der Baureihe 425 unterwegs, die im Laufe des Jahres 2020, vielleicht auch erst ab 2021, auch auf der S7 den Betrieb übernehmen sollen. Zuletzt sei noch ein wenig der Stadtverkehr zu erwähnen. Eine Etage über der S-Bahn halten die U-Bahn-Linien U4 Bockenheimer Warte Enkheim und U5 Hauptbahnhof Preungesheim. Sie verkehren je nach Wochentag in einem jeweiligen 15, 10, 7,5 oder 5-Minuten-Takt und ergänzen sich zwischen dem Hauptbahnhof und der Konstablerwache, sodass hier im Berufsverkehr wie bei der S-Bahn ein 2,5-Minuten-Takt angeboten wird. Eingesetzt werden auf beiden Linien die U5-Triebwagen. Auf dem Bahnhofsvorplatz halten zudem die Straßenbahnlinien 11 Höchstzug-Schwertstraße Fechenheim-Schießhüttenstraße, 12 Spanheim-Rheinlandstraße Hugo-Junkers-Straße, 14 Gallus-Gustavsburg-Platz Bornheim-Ernst-May-Platz, 16 Genheim-Offenbach-Stadtgrenze, 17 Rebstock-Bad Neu-Isenburg-Stadtgrenze und 21 Niedkirche-Stadion-Straßenbahn. Es kommen die Straßenbahnwagentypen R und S zum Einsatz. Wie auf der U-Bahn variiert der Tag je nach Tageszeit und Wochentag. Ebenfalls vor bzw. auch neben dem Bahnhof fahren auch noch viele Stadt- und Regionalbuslinien ab. Damit wäre ich jetzt auch am Ende dieser Dokumentation angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.